Recht herzlich willkommen zur 79. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal hatten wir hier reingeguckt, und zwar ging es hier um den Militärzugang. Den könnte ich hier nicht erbitten, habe aber bei diesem mir gesagt, dass das da nicht geht, aber dem ist es nicht so, das geht. Also das bestätigen wir mal und Kleve ist identisch, da geht das nämlich auch. Aber jetzt haben wir irgendwie keine Leute, die das da holen können, deswegen lassen wir mal weiterlaufen, bis das da gewährt wird, ne, oder? So, und jetzt müssen wir nochmal in Kleve rein und gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Ne, das geht noch nicht. Okay. Machen wir mal Beziehungen verbessern. Bestätigen läuft. Jetzt machen wir mal gerade Pause. Hier verlieren wir. Dafür kriegen wir aber Steuereinnahmen mehr. Und hier erheben sie sich, ne? Nee, doch Unruhen kommen dadurch. Ja, komm, zack, dann machen wir so. Gut. Gegen Burgund haben wir einen Kriegsgrund. Okay. So, Geldern, da könnten wir rein. Und Lüttich kommen wir dann trotzdem noch nicht ran, weil wir hier noch keinen Durchgang haben. Den müssen wir dann erst holen. Der würde funktionieren, wenn wir dann soweit wären. Was ist hier? Ein Darlehensangebot von Böhmen. Ach so, okay. Wir brauchen eigentlich kein Darlehen, ne? Denke ich mal. Wir haben noch genug Kohle, ne? Die würden uns jetzt nur unterstützen, einfach aus dem Grunde, weil wir im Krieg sind, ne? Puh. Warum sollte ich ein Darlehen annehmen? Das ist jetzt die Frage. Böhmen, wo ist Böhmen hier? Ne, Braunschweig. Wo rund ist das hier? Böhmen. Okay, mit Utrecht verbunden. Utrecht war das hier, ne? Dann haben wir Durchgangsrechte. Ja, ich brauche aber keine. Wollen wir nicht. Das ist zwar jetzt doof, aber passt schon. Oh, guck mal, wie viele Leute hier so unterwegs sind. Überall noch Truppen ausgehoben oder was? Naja, dann. Lass mal laufen und gucken. Okay, das sind Pelze geworden. Jetzt ist die Frage, wer kommt wohin? Unsere Schiffe stehen hier. Aber ich komme da nicht hin, ne? Nee. Ich könnte hier hinkommen. Wie, da geht auch hin? Nee. Komm, wir fahren da erstmal hin und fertig. Da haben wir irgendwo eine Schlacht gewonnen. Okay. Und hier müssen wir noch rein, ne? Kriegen wir da irgendwo noch hin? Okay. Und da kommen wir sogar rein, oder was? Ist ja der Hammer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Nehmen wir das. Und die... Was ist das? Okay, haben wir gewonnen. Ja, läuft, ne? Utrecht ist schon besiegt.
Okay. Warum ziehen die alle ab? Weil da irgendwer angreift oder was? Schon interessant. Verstehe ich jetzt noch nicht. Aber lass mal laufen erstmal. Wo laufen die hin? Keine Ahnung, ne? Okay, da ist ein Kampf. Vielleicht hätten wir den mal besser beigewohnt, ne? Wer ist das denn jetzt hier? Litauen? Boah. Mach mal Pause, damit ich hier mal anklicken kann. Jetzt sind die schon weg, oder was? Da sind Österreicher. Da war ein Schwerter. Irgendwo greift einer an. Lass mal laufen. Stabi verlieren wir dann und hier. Okay. Wir verlieren 6 Stabilität. Ja. Müssen wir wohl das machen, das andere war zu krass, denke ich. Okay. Gut, da können wir wahrscheinlich was steigern. Okay. Hier haben wir noch ein Dingens, eine Debatte. Koloniewachstum plus 20%. Ist wahrscheinlich das Beste, was wir gerade machen können, ne? Kulturänderung, Unterhalt, Armee. Finanziell sind wir gerade, glaube ich, gut gepolstert, ne? Ja, da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Dann würde ich eher dazu neigen, das hier zu machen wieder, ne? Ja. Die Korruption steigern. Geld können wir ruhig auch geben. Kommen die Korrupten denn alle zu Hause? Legitimität würde dann sinken. Armeetradition ist schlecht. Arena auch, kommt zack. Und dann schließen wir das, dann kommt das schon gleich von alleine. Da dauert es noch eine Weile. Wer kommt da? Burgund kommt wieder. Und wer kommt da? Aachen. Ist die Frage, wer hier wo was macht, ne? Lüttich läuft da irgendwo immer an uns vorbei. Wo laufen die denn hin? Hier oder was? Ach, die da eben durchgelaufen waren, das waren die Litauer, ne? Ganz einfach, ne? Hier dauert es natürlich ewig, ne? Bis da was passiert. Da oben sind doch welche, oder? Polen, Litauen, ja. Sind die am Fliehen? Ich denke ja, ne? Agent wurde entdeckt, okay. Dann holen wir den mal zurück. Ach so, das ist Burgund, alles klar. Ja, bringt ja nichts. Hier oben können wir noch was machen. Festungsunterhalt sinkt, ja gut, das ziehen wir durch.
Und dann geht das andere auch nicht mehr. Das wäre hier was gewesen. Lassen wir erstmal so stehen. Wir können noch ein bisschen was bauen. Das lohnt sich irgendwie nicht. Werkstatt. Lohnt sich in dem Sinne auch nicht. Manufakturen. Ja, da kann man viel machen, aber auch viel Geld bezahlen, ne? Das brauchen wir auch nicht. Kasernen. Übungsplatz. Ist eigentlich jetzt auch nicht so, wo ich sagen würde, das möchte ich gerne haben, ne? Eigentlich ist hier so Geld zu verdienen. So, das lassen wir so. Und weiter geht's. Wir müssen gucken, dass wir hier das dann hinkriegen. Jetzt sitzen die da drin und wir hier. Super, jetzt hat es mal geklappt. Da raucht es schon ein bisschen. Agent entdeckt. Aber das ist andersrum. Okay. Sollen wir gerade einmal rüber gehen. Schauen, was der Sache ist. Wieso unsere Leute da nicht sind, weiß ich nicht, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir können auf jeden Fall rüberziehen und die dann vernichten. Passt schon. Red Lake, okay. Die sind ja schon verdammt groß geworden, haben sogar schon jetzt 20 Einheiten, ne? 12 Schiffe, das ist nicht wenig, die können sich schon mal wehren, ne? Die anderen sind aber noch größer, wie man gerade sieht. Naja, wir arbeiten dran, ne? 7% ist der Stand von dem Krieg hier. Und wir kriegen die Festung hier nicht kaputt. Oh, 74 haben die Österreicher hier am Rumrennen. Das ist schon eine Nummer, ne? Und da ist auch schon was eingenommen. Ja, das ist... Oh, da ist so einiges, ne? Da sind die Österreicher aber ganz gut schon zugange, ne? Ja, irgendwann fallen dann die Mauern und dann geht's voran, oder? Dann ist Lüttich da gleich raus. Und wer war da noch im Spiel? Skandinavien? Nein, ne? Ist die Frage. Also Österreich ist ja schon eine Ecke da, ne? Okay. Jetzt ist die Mauer durchbrochen, dann kann es nicht lange dauern, dann ist das erledigt da. Und jetzt lütte ich auch durch. Ja. Dann jetzt auf zu knistern, ne? Und dann haben wir das. Na, komm, werd fertig. Na. Burgund läuft ja auch rum, ne? Mit 40 Einheiten. Boah, das kann jetzt nicht sein, wie lange das dauert, oder? Ah, jetzt haben sie kein Wasser mehr, dann wird es ja wohl gleich zu Ende sein, oder? Stunden später
Okay. Meine Handelstechnologien. Inflation und das andere Diplomatie. Oh, komm, nehmen wir das Bessere. Lüttich ist belagert. Und jetzt, was machen wir jetzt? Gehen wir noch hier ein bisschen hin, oder was? Tja, läuft, ne? Oh nein, da hinten sind sie. Jetzt müssen wir darüber. Okay. Wohl auf. Gab es was für uns? Ein Prestige haben wir da durchgekriegt. Na dann. Lüttich ist raus. Das haben wir gemacht. Warte mal, da können wir hier nochmal reingucken. Haben wir noch ein paar Marktplätze. Läuft, ne? Und dann sind wir weiterlaufen. Und dann gucken wir, was wir noch im Festland so machen können, ne? Okay, wir sind schon hier. Aber hier bringt es uns nichts mehr. Ja, können wir nur da helfen gehen, oder? Tja. Zollwert. Dann ja, machen wir das. Okay. Komm, reduzieren wir die Zölle. Geld spielt keine Rolle, ne? Okay. Marschieren wir da weiter. Wie, kein Anführer? Das ist aber schlecht, ne? Ja. War das der Grund, warum er so lange gedauert hat, oder was? Wer war das hier? Österreich, ne? Okay. Oh nein. Jetzt ist es wieder passiert da oben. Jetzt haben wir die Leute gerade unten, jetzt kommen oben die alten Russen da raus. Obwohl, die Russen sind ja weiter hier, ne? Jo, dann müssen wir hier runter und dann gucken wir mal, dass wir das da auch noch ändern. Aber ich würde jetzt gerne mal hier hochgehen erst. Und das geht dann auch an Österreich. Kolonie selbst erhalten, das ist auch prima. Okay, der ist ein gelber. Keine Ahnung, wer das ist. Gut. Hier ist auch nix, ne? Gehen wir weiter zum Memel. Können wir Österreich übertragen? Sehr gut. Abziehen. Jetzt haben wir die Beziehung. Ja. Er hat auch nichts gebracht hier mit Kleve, ne? Ist klar. Können wir vergessen, egal.
So, Memel sind wir drin? Nee, noch nicht. Wieso ziehen wir nicht nach Memel? Weil da ein Turm ist, alles klar. Dann gehen wir da hin. Gucken, dass wir da was machen. Östliche Ostsee, das ist auch cool, ne? Gehen wir nach Danzig. Und was kommt da? Staatsehr, okay. Ja, mach das, egal. Und das haben wir auch besetzt. Geht jetzt Memel? Immer noch nicht, ne? Übers Meer geht's, okay. Das da war gerade Litauen, glaube ich, ne? Mit 27 Schiffen. Ist dann die Frage, ob wir das mit unserer alten Flotte da überhaupt bewältigen können, ne? Fehlen immer 5 Länder, die da noch nachgeliefert werden müssen. Naja. Okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.